Guten Morgen. So, ich habe mir mal vorgenommen, Fragen, die mir gestellt werden bezüglich der Geschirre, die jetzt mal in so kurzen Videos zu erklären. Und zwar eine Frage, die immer wieder mal gestellt wird: Das Geschirr wirft eine Falte im Nacken. Ayla, lass das bitte. So, jetzt sieht man, dass der Hund den Kopf neigt und die Falte entsteht. Ne? Ayla, lass es. Und da ist die Falte wieder, Kopf gerade, Falte weg, Falte auf der anderen Seite. Das ist absolut gewollt. Das ist in dem Bereich fungiert das Geschirr quasi wie ein Gelenk. Ne? Wäre es zu stramm, oder wer würde das nicht mitgehen, würde jedes Mal, wenn der Hund sich bewegt, würde eine Belastung auf das Geschirr kommen. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Ne? Wir wollen, dass das Geschirr eben mitgeht. Und wir wollen nie Belastungen auf der Halswirbelsäule haben oder auf der Wirbelsäule haben und im Halsbereich. Ne? Jetzt sieht man schön, wie es anliegt. Hier beugt es sich wieder. Also es fungiert wirklich wie ein Gelenk. Das ist so gewollt. Also habt einen schönen Tag. Tschüss.